haben. Wir haben bei 10 Autos natürlich nicht alle ganz heil durch die Qualifikation bringen können. Auf der einen Seite hat man Motorschaden am Cayman S, auch den Unfallschaden des M235 der Amerikaner. Da sind wir jetzt dran, die letzten Kleinigkeiten noch zu richten. Ansonsten sind wir sehr, sehr zufrieden. Unser Team hat einen riesen Job gemacht bei allen Arbeiten, die jetzt die letzten Tage angestanden haben. Und da kann ich auch jetzt schon mal Danke sagen. Ich bin eigentlich einer, der ist nicht wirklich nervös, bevor er jetzt fährt. Wenn es ans Startfahren geht, dann ist es ein bisschen anders. Im Prinzip ist es die Zeit zwischen das Grid wird geräumt, also alle Zuschauer müssen raus, bis dann wirklich die Einführungsrunde losgeht. Also diese, weiß nicht, 5 bis 15 Minuten, die das Auto da wirklich steht, wo man im Prinzip noch Zeit hat zu denken und nochmal die Runde abfährt. Das ist so der Moment, in dem ich nervös werde. Aber sobald die Räder dann rollen im Prinzip und wenn man draußen dann an der Strecke vorbeiläuft und da die ganzen Fans sieht, vor allem jetzt in der Einführungsrunde, da fällt dann alles ab. Da will man nur noch, dass es losgeht. Wieder ein absolutes Highlight hier, wie in jedem Jahr im Prinzip. Volles Starterfeld, alle sind motiviert bis in die Haarspitzen. Wir hoffen, dass sich die Gemüter in den ersten 6 Stunden relativ ruhig halten, dass wir gut durch die ersten 6, 7, 8 Stunden kommen. Und dann schauen wir, wie sich sortiert hat und dann werden wir ja unser Rennen erst beginnen. Ja. Ich habe da grundsätzlich wenig Probleme. Wichtig ist halt vorher genug zu trinken, dass der Flüssigkeitshaushalt oben auf ist. Um gut durch schon 2 Stunden hinzukommen. Wir fahren etwas über 2 Stunden, wahrscheinlich so 2 Stunden 10. Und wenn man da nicht genug getrunken hat, dann kann das schon mal eskalieren. Aber ich denke, wir haben uns insgesamt fahrerisch alle gut vorbereitet. Fitnessmäßig sind wir auch alle oben auf, also das sollte gehen. Man muss sich nur umschauen. Guckt es euch an, hier sind 25.000 Menschen. Und es ist jedes Mal wieder ein absolutes Erlebnis. Also die VLN ist ja schon gut besucht, ja. Aber was du hier beim 24-Stunden-Rennen erlebst, dann auch noch bei diesem fabelhaften Wetter, ey, besser geht es nicht. Actually, it's perfect, but let's wait. We never know. In the Nordschleife, it's always a surprise, the weather. There's a few forecasts that there might be a storm tomorrow, but let's wait. You never know. Maybe it's going to be perfect and everything is going to run perfect with all of our cars from Zorc. Stunden!